Ein wunderschönen guten Morgen, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu den Sapiens. So, was haben wir heute zu tun? Erstmal Pfade. Bewohner laufen schneller auf Pfaden, was euren Stamm effizienter macht. Gut. Noch eine Info? Oder können wir loslegen? So. Die unterhalten sich. Was ist mit der? War die noch krank? Ja. So, die ist auch krank gewesen. Ja. Gut. Genau, wir hatten das Mammut hier erlegt. Und das wird dann abgeholt, sobald es soweit ist. Was wird hier gemampft? Moment. Hattet ihr das Kochen erlernt schon? Das schaut so aus. Das Zerlegen hatten sie anscheinend auch erlernt. So, dann macht das mal, sobald ihr soweit seid. Und ein wenig Futter, würde ich sagen, oder? Machen wir das mal. So, die beiden sind unterwegs und sammeln das Fleisch ein. Und hier hin. Hier machen wir dann mal das Mammutfleisch hin. Alpaka. Haben wir noch kein Mammutfleisch? Okay. Ja dann. Von mir aus so. Ach, hier liegen ja genug Bananen. Das ist gut. Das ist sehr gut alles. Da hinten sind noch ein paar Mammuts. Ja, kommt bald wieder. Ich brauche noch ein paar Leute, die mit Speeren umgehen können und dann... Hä? Wo nicht denn? Legen wir uns einen schönen Mammutvorrat an. Und hier drinnen vergammelt der Kram auch nicht so schnell. Etage, einmal in die untere Etage. Oh, voll daneben. Nein. Na, egal. 1, 2, 3, 4. Ist schon gekocht? Keine Ahnung. Aber wir machen mal da gekochtes Alpaka-Fleisch rein. Alpaka-Fleisch. Nur gekocht. Nur gekochtes kommt da rein. Haben wir hier schon? Ja. Ja, weil es außerhalb ist, verrottet es auch schon wieder. Leute, baut! Seht zu, dass ihr hier mal baut! Kleine zerpflückt das Ding. Okay. Bin ich mit einverstanden? Hier. Aha. Hier sammeln wir dann nochmal ein bisschen Bambus. Wenn sie denn soweit sind. So, hier fehlt noch eine Beere. Hier fehlt noch eine Beere. Oder zwei. Ja, und das fehlt natürlich komplett hier, ne? Also, okay, die flitzen nach hier hinten. Ach ja, klar, hier ist ja auch noch was gewesen, ne? Die haben sie schon rausgepflückt, aber wieder hingeschmissen. Wegen diesen blöden Dings. Rote Beete, Samen. Ja, das braucht man natürlich auch. So. Ja, Manni. So ist das, ne? Haben die schon alles weggeräumt hier? Haben die alles mitgenommen? Was ist hier los? Warum kocht denn keiner? Achso, keiner hat Basic Cooking. Dann schauen wir doch mal. Hier, Basic Cooking, wer kann's denn machen? Die Kleinen, genau. Die sind eh sonst zu nichts zu gebrauchen. Kann schon irgendeiner kochen? Dann Feuer anzünden. Tiere zerlegen. Basic Cooking. Konnten die das oder lernen die das? Lernt. Lernt. Ach nee, das Tiere zerlegen. Warte nochmal das Basic Cooking. Moment. Da. Caesar.
Easy Cooking ist das Ding. Ah, hier. Sully kann das. Kann die arbeiten? Aber die macht das doch. Ah, dann ist die bestimmt krank. Deswegen geht das hier nicht. Komm, gib ein bisschen Hackengas, Mädel. Die Mammuts hören sich da hinten an wie ein T-Rex. Wisst ihr das? Den könnt ihr doch auch jagen, oder? Den Moor? Mach das mal. Und du sieh zu, dass du Land gewinnst. Ihr kommt meiner kleinen Siedlung ziemlich nah und das passt mir nicht. Was ist dein Problem, hä, Otto? Was ist dein Problem? Geh weg. Lass mal meine Jungs hier in Ruhe. Jungs, Mädels und Kinders. So, wer kommt denn zum Jagen? Ja, die tänzen hier die ganze Zeit um uns rum. Das passt mir nicht so wirklich, wirklich nicht. Das muss auch nicht gefüllt werden. Ich hab's schon wieder getan. Ach, Mann. Ja, da fehlt noch ein bisschen was. Leinsamen. Kann keiner machen, weil was fehlt? Getrocknete Leinsamen. Das ist doch gar kein Problem. Sobald die denn soweit sind, sollen sie den Kram hier mal pflücken. Die betet schon wieder den Baum an. Komm, lauf mal nach Hause. Hier hinten sind schon wieder diese psychopathischen Mammuts. Ja, hier, hinter Gitter machst du dich ganz gut. Kleiner Verbrecher. Hau ab jetzt. Geh weg. Geh zu, dass du Land gewinnst. Ein von euch aber schon zerlegt. Kannst auch gern der Nächste sein. So. Jetzt sag nicht, das Mammutfleisch ist vergammelt. Ich sehe hier nämlich nichts und da hinten liegt doch nichts. Ach, es muss ja auch erst auseinandergeschnippelt werden. Eieieiei, das gefällt mir gar nicht. Ich schätze, wir haben nachher wieder ein paar Kranke, wenn das hier so weitergeht. Oje. Die Mammuts kommen zu einem ganz, ganz blöden Zeitpunkt. Zerleg den mal noch nicht. Bitte noch nicht. Wir haben nämlich hier, ne? Der ist da und nervt. So, wurde hier schon irgendetwas? Ne, ist noch nichts eingepflanzt worden. Na, wie denn aber auch, ne? Was haben wir da? Hier? Leinsam, okay. Hier sind ein paar Äste. Ein Huhn! Noch ein Huhn! Wo kommen die denn alle her? Da haben wir noch was zu erforschen, seht ihr das? Den jagt er jetzt auch mal nicht, noch nicht. Ah, das da hinten muss gesammelt werden. Aber wir sind echt in der Zange hier. Das gefällt mir gar nicht. Überhaupt nicht. Wow. Was haben wir hier? Ginger. Also ist das Ingwer? Oder ist Ginger hier irgendwas anderes? Ja, man weiß es hier nicht so genau, wisst ihr? Sind auch noch... Es gibt auch noch weiße Beeren. Hier ist Poppy. Weiße Beeren gibt es. Ich weiß jetzt aber nicht, wie die heißen. Das hier sind alles rote Beeren. Oh, hier, Kürbis. Das ist gut. Während Tiere zerlegen. Hier sind noch Bananas. Oh.
Neuer Durchbruch, einfaches Jagen. Dein Stamm hat gelernt, dass er Hühner mit einem Stein bewerfen kann, um sie zu töten, nachdem sie gekocht wurden. Ist blödsinnig, wir können schon längst mit Speeren jagen. Und ihr kommt an und freut euch, dass ihr mit Steinen auf Tiere werfen könnt. Toll, toll. Ah, das ist natürlich ein Fortschritt in der Gesellschaft. Das ist nichts anderes als das, was bei uns in der reellen Welt passiert. In der reellen. Was ist los mit mir? So, da hinten haben wir Alpaka. Hier ist noch ein Alpaka. Ja, wir haben da zwei Alpaka liegen. Hier ist Rote Beete. Hier ist auch Mammut. Aber machen die das mit Absicht? Dass sie sich überall hinstellen, wo wir was pflücken könnten? Naja, lassen wir die erstmal hier ein bisschen rumwursteln. Ich wüsste sehr gerne, ob wir hier irgendwo Dings bekommen könnten. Was ist mit dir los? Du chillst hier einfach. Ja, Moment, was chillt sie denn? Mal gucken, die Sulli. Sulli, Sulli, was machst du denn? Hm. Jagen? Ach, die hat gejagt, okay. Hm. Gehen wir mal drauf auf die Sulli. Rufe verwalten. Gut, die lässt mal jetzt einmal das Forschen kurz sein und fängt damit an, damit sie was zu tun hat. Soll sie mal einsammeln gehen. Bist du doch, oder nicht? Hey, tu was für dein Geld. Hey, ich will Sulli haben. Zack. Sammeln gehen jetzt. Zack, zack. Das gibt's doch nicht. Die chillt ihr Leben. Und du, bewachst du deinen Freund hier, oder was? Das ist uncool von dir. Sehr uncool. Okay. Hier gibt's Basic Cooking. Die Keule sieht schon sehr lecker aus. Da ist ein bisschen mehr drin. Was fehlt hier? Heu. Oh. Oh, Heu fehlt. Okay. Das kriegen wir doch hin, oder? Das kriegen wir doch sowas von hin. Hoppala. Ah, treffen wir auch nicht schlecht. Kriegen wir das auch locker hin. Huch. Maus ist so hoch gerutscht hier. Und zack. So, ihr dürft natürlich auch weiterarbeiten, ne? Kein Wunder, dass sich hier keiner bewegt. Ja, wenn ich auf Pause gedrückt habe. Vollpfosten. Gibt ja gar nicht. So. Ja, dann ist auch kein Wunder, dass er hier rumsteht und seinen Kumpel bewacht, wenn er sich nicht bewegen kann. Oh Mann, einmal mit Profis arbeiten, ich schwör's. Und da bin ich mit einbegriffen. Die beiden sind immer noch krank. Seht mal zu, uns fehlen zwei. Ja, vielleicht sollten wir erstmal das Antibiotika entwickeln. Erfinden. Und dann das Auto. Und dann die Schrotflinte. Guck mal, der kommt schon wieder angerannt hier. Hau ab. Sulli, lauf mal. Zack, zack. Guck, der wird böse. Nein, der haut ab. Ja, geh. Hier hinten noch einer. Nee, ganz haut er nicht ab. Hm. Na gut, von mir aus. Wenn er hier weiter rumsteht und hier alle sind fertig mit dem, was sie tun sollen, dann werde ich dem erstmal ein paar Dings in den Hintern rammen. Speere. Oh Mann. Geh weg. So, die nehmen das mit. Gut, dann tun sie auch schon wieder. Jetzt wollte ich mich gerade am Ohr kratzen und merke, dass ich einen Kopfhörer aufhabe, dass das gar nicht geht.
Eieieiei. Sowas von verpeilt, das ist ja unmöglich. Ein Wunder, dass ich überhaupt weiß, wer ich bin und wo ich wohne. Da hinten haben wir Steinchen. Sieht aus wie Kalkstein. Ja. Kalksteinfelsen. Aber auch normale Felsen hier irgendwo. Ja, hier. Ein anderer Stamm wurde entdeckt. Wo ist er? Ja. Aha, sehr gut. So. Personalbeschaffung, ja, genau. Warte mal. Nein. Geh weg. Wir die Typen ab. So. Hat der noch mehr mitgebracht? Nein, er ist nur alleine. Okay. Na dann. Irgendeiner wird sich schon um ihn kümmern, oder? Kümmert sich einer um ihn? Hallo? Ja, da. Sehr schön. Wer bist du? Aziza. Wir haben einen neuen Mitarbeiter. Juhu. Oh. Sinapillenzimi. Ja. Ist ja gut. Ach, das sind zwei. Zwei Stück haben sich uns angeschlossen. Das ist gut. Wo will der denn hin? Wer bist du? Oko und Akoya. Ach, das ist der. Ja, dann laufen wir ganz schnell. Was ist denn los? Wieso? Was ist denn so? Schwere Verletzung. Sehr erschöpft. Oh, müde. Hm. Das könnte Ärger geben. So, auf Dauer. Wir brauchen noch zwei Bettchen. Die knallen wir da mal hin. Wollbett. Wollbett. Das ist ja schön. Hinmachen. Da schläft er halt mit dem Stock zwischen den Beinen. Aber als Kerl müsste der das ja kennen. Als Frau auch. Brauche ich es nicht zu sagen, aber ich tue es. Okay, da ist schon zu. Nur hier fehlt noch. Was fehlt denn? Stöcker. Wie immer fehlen Stöcker. Hier ist noch nix. Hm. Okay, die laufen alle los und holen. Der ist komplett im Eimer. Glücklichkeit. Extrem unglücklich. Ja, kein Wunder, wenn man müde ist und sich die Füße in den Bauch läuft. Dann, ja, passiert sowas schon mal. So, wo waren hier die... Hier waren doch irgendwo... War das denn nicht hier, diese rote Beete-Dinger? Hier ist ein Stück weiter... Hier oben, glaube ich, ne? Ja, hier. Oh, die hören sich so böse an, als hätte ich denen was getan. Mann, Mann, Mann. Okay. Ja, ihr müsst euch erstmal eure Bettchen bauen. Ach ne, ihr liegt schon im Bett. Okay. Hm. Das ist innen. Das ist außerhalb. Soll ich mal... Mache ich mal. Moment. Mache hier vorne mal... Lagerstätten für... Kram, was draus lagern kann. Wie zum Beispiel... Holz oder Speere und so. Das mache ich mal hier hin. So. So. Und so. Dann mache ich das mal Augenblick. Wir kommen rein. Was haben wir denn? Große Steine. Das brauchen wir drinnen. Also Heu brauchen wir drinnen. So, gut, das kommt hier hin. Hier machen wir dann mal... Ich muss mal gucken, was wir drinnen haben, was raus kann. Messer. Axtköpfe. Kleine Steine. Und Holz. Okay, kleine Steine.
Hier kommen hin Axtköpfe. Hier kommen hin die Stöcker. Ah, hier, Messer, genau. Okay, dann können wir das da drinnen erstmal leer machen. So, hier. Alle Artikel entfernen. Hier auch. Ah. Alle entfernen. Ach ja, hier und kleine Steine. Entfernen. So, und jetzt lasst ihr die Kleine hier die Betten bauen, oder was? Also, ihr seid ja echt Helden. Wow. Supi. Hier ist schon wieder jemand im Eimer. Einige Kratzer. Ah, okay, dann geht das ja noch. Du könntest aber mal nach Hause laufen und nicht hier mitten in der Wildnis pennen. Was ein Typ. Was ein Typ? Okay. Irgendwem seine Verletzungen sind komplett geheilt. Boah, jetzt laufen hier aber Chicks rum, du. Das gibt's ja gar nicht. Und damit meine ich nicht nur die in meinem Camp hier. So. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich die Folge. Hat Spaß gemacht. Wir sehen ein bisschen, dass es klappt, dass wir langsam vorankommen. Oh, Pfade sollen wir konstruieren, habe ich gar nicht gelesen. Aber werden wir auch noch hinbekommen. Ich wünsche euch was, meine Freunde. Genießt alles, was ihr habt. Und schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Ich würde mich freuen. Macht's gut.